Was müsst ihr machen? Ihr müsst diesen Schacht hochklettern. Und zwar ohne Hilfsmittel. Ihr werdet zwar gesichert, ja, aber das Ding ist für Sherpas ein bisschen zu klein. Ihr müsst da alleine hoch. So, aber wie? Das könnt ihr euch aussuchen. Da oben ist ein Buzzer. Ja, wer den drückt, hat einen Durchgang gewonnen. Und ihr macht das nicht einmal, nein. Wir spielen das Best of Five. Ja, wer also 3 Durchgänge gewinnt, hat das Spiel Schacht für sich entschieden. Wer abrutscht, muss unten wieder anfangen. Ja? Wir müssen innen raufklettern. Ja, selbstverständlich. Ach so. Innen. Bist du irgendwie klaustrophobisch veranlagt oder so? Ich ziehe mal gerade mein Hemdchen aus. So. Schnell anziehen. Hier kriegt er jetzt kleine Windeln an und dann werdet ihr mit Karabiner schön festgemacht und dann innen irgendwie da hochkommen. Und das Ganze nicht einmal, sondern mindestens 3-mal. Also, ach so, das ist immer ein Wettlauf sozusagen, wer erster da ist und dann das Bitte? Ganze. Nochmal? Ist klar, ich hab's verstanden jetzt. Gut. Ja. Um die Uhrzeit kann man auch mal gerne mit sich selber reden, das habe ich überhaupt kein Problem mit. So, jetzt hier den Femi schon mal angurten. Ja, genau. Also wer oben zuerst den Buzzer drückt, der hat einen Durchgang gewonnen und wir haben mindestens 3 Durchgänge. Best of 5, also wer 3 Durchgänge für sich entscheidet, der hat das Spiel Schach gewonnen. Ist alles okay? Ja. So, keine Fragen mehr. Alle Gliedmaßen berühren nicht das teure Makrolon. Bitte Hände runter, Femi. Ja, nur die Füße unten lassen. Ja, und gleich schön streifenfrei wieder putzen, wenn er fertig sei. Alles klar? Ja. Hände bleiben noch bei euch. Erster Durchgang, der Schacht beginnt jetzt. Da werden jetzt die unterschiedlichen Techniken interessant sein. In der Sprungtechnik, Femi muss aufpassen, dass er nicht abrutscht. Aber den ersten Durchgang hat er fast gewonnen. Muss jetzt oben noch den Buzzer drücken, führt 1-0. Ist denn hochgehüpft? Am Makrolon. Überragende Vorstellung, klare 1-0 Geschichte. Erster Punkt für Femi. So. Gut, dass keiner hier Lackschuhe anhat, dann wäre es wohl unmöglich. Mikrofon einmal wieder rummachen. Ja, alles okay? Du bist bereit? Femi, Sekunde, Stefan auch? Sekunde. Sekunde, ja. Also tolle Technik Hände bei weg, Femi. Hände weg, Füße also der unten. Ist da ja hochgehüpft. Sensationell. Zweiter Durchgang, Schacht. Kann Hände kontern. Weg, Stefan. Hände runter. Geht jetzt los. So, wieder die Hüpftechnik. Das ist ja unglaublich, aber da rutscht er ab. Jetzt muss er runter. Und das ist die Chance für Stefan Raab. Ganz andere Technik da. Im Spreizschritt geht Raab hoch, aber da hüpft der Femi schon wieder ran. Das ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen jetzt. Oh, ist das knapp, aber Femi ist wieder vorbei und hat wieder gewonnen. Der kommt noch mal. Ja, er macht in der Sprungtechnik da schön Zweiter in der Zeitlupe Punkt zu sehen. Für Femi. Ist anstrengend? Nee. Stell dir nicht so an, der Weihnachtsmann macht das Millionen Mal im Jahr. Hat so, er fast ideale körperliche Voraussetzungen für diese Übung, Femi. So, Femi, 2 Punkte hast du schon. Wenn du diesen Durchgang wieder für dich entscheidest, dann hast du das Spiel Schach gewonnen und 12 Punkte gehen auf dein Gesamtkonto. Drahtig, sehnig, sprungstark. Ideal für Hände ihn. Hände runter, Stefan. Stefan Raab, der Durchgang Nummer 3 könnte schon der entscheidende sein. Beginnt jetzt. Und wieder geht's in der Sprungtechnik. Das ist ja unglaublich, wie der da hochhüpft. Ich habe im ersten Moment gedacht, der springt direkt zum Buzzer. Sensationell. Er war noch nicht dran. Er war noch nicht dran. Jetzt darf er nicht rutschen, aber jetzt hat er's. Super, Femi. Das ist der Sieg für Femi. Gratulation, Femi, komm hin. Ja, darf ich vorstellen, Spider-Man 5, alles klar. Mit dir im festgesteckten Aufzug hätte ich, glaube ich, keine Sorgen. Stefan, sah auch gut aus. Der Hürdenschritt. Er hat die bessere Technik und das. Das ist ja unfassbar. Was hast du denn an den Füßen? Das geht eigentlich relativ wenig. Ich hätte es, glaube ich, nur geschafft, wenn er nochmal. Da sehen wir Stefan. Ja.
Nicht schlecht für eine Nacktschnecke, aber das war... Aber du warst auch, du warst eigentlich auch immer im zweiten Drittel oben und das ist Femi, meine Damen und Herren. Das ist aber, die Technik ist natürlich super. Das ist ja unfassbar. Sehr gut. Ja, da habe ich keine Chance. Ich chancenlos. Wahnsinn. So, 12 Punkte aufs Konto von Femi. So sieht's aus nach diesem 12. Spiel.